Wir sind jetzt beim Panel 2 angekommen, Krisenkommunikation, wie sprechen wir über Sicherheitspolitik? Für neue Zuschauende nochmal, Sie können sich mit Fragen beteiligen über unser Beteiligungstool Slido. Sie können auf die Homepage gehen, sli.do, und dort den Eventcode SIPOTALK eingeben. Diejenigen von Ihnen, die das schon gemacht haben, hatten die Gelegenheit, an einer Umfrage teilzunehmen. Wir haben Sie gefragt, Sie und euch, wie es Ihnen denn geht, wenn PolitikerInnen Kommunikation mit Emotionen betreiben. Und wir sehen die Ergebnisse hier. Die meisten finden es gut, wenn ich das richtig sehe. Die meisten sind erleichtert, weil sie eine menschliche Seite in dem Politiker, der Politikerin erkennen. Oder finden es hilfreich, weil sie so mehr Klarheit bekommen. Das ist ja vielleicht auch nochmal spannend für das Panel jetzt. Was wir für Sie auch vorbereitet haben, ist noch ein Video-Statement, und zwar von Wolf Greges, Autor und Offizier AD. Bitte schön. Wichtig ist eine aufrichtige Kommunikation, eine, die die Dinge beim Namen nennt, und das nicht erst, wenn die Truppe schon mehr oder weniger blank dasteht. Eine, die ausspricht, dass in den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt nun mal geschossen wird. Und wer da einen Fuß reinsetzt, um Frieden und Menschlichkeit zu schützen, wird auch schießen müssen. Und manchmal trifft das auch die Falschen. Das muss klar kommuniziert werden. Denn wer das nicht tut, verprellt nicht nur die eigene Öffentlichkeit, die sehr wohl spürt, dass da irgendwas nicht stimmen kann, wenn die Särge und die verwundeten Kameraden zurückkommen. Er verprellt auch die eigenen Soldaten, die sich mit ihrem Auftrag am Ende der Welt alleingelassen fühlen. Ja, so viel Wolf Greges. Mein Name ist Julia Weigelt, ich bin Fachjournalistin für Sicherheitspolitik und darf heute durch den gesamten Tag hier führen und übergebe jetzt die Moderation des Panels an meine Kollegin Miriam Nasser. Sie ist Senior Program Manager bei Microsoft und dort für internationale Cloud-Umgebungen für Regierungen zuständig. Und wir haben ja hier an Bord so diese Tradition, jetzt seit einem Panel Fun Facts über uns zu sammeln. Dafür haben wir auch diese Fun Fact-Wand hier hinten aufgebaut, wo Sie sich auch noch gleich alle eintragen können, um einfach besser ins Netzwerk zu kommen. Und von Ihnen, Frau Nasser, habe ich gehört, Sie haben vor kurzem Ihren Pferdeführerschein gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Also da können wir auch gleich nochmal ins Gespräch kommen. Und Sie stellen jetzt die Gäste vor, bitteschön. Danke. Ja. Das Thema Kommunikation in der Sicherheitspolitik gewinnt zunehmend an Bedeutung, ausgelöst durch die Ukraine-Krise. Julia Weigelt hat es gerade schon gesagt, mein Name ist Miriam Nasser und ich freue mich sehr, das Panel heute zu moderieren. Die Industrie, und das kann ich Ihnen aus meinem täglichen Arbeitsumfeld sagen, und der öffentliche Sektor stehen vor großen Herausforderungen in der Kommunikation. Die sicherheitspolitische Lage hat ebenfalls ein Umdenken in den Geschäftsbeziehungen zwischen Russland und den westlich ausgerichteten Organisationen hervorgerufen. Und dies alles hochspannend begleitet durch eine Social-Media-Debatte. Die Vergangenheit zeigt uns, dass der oftmals gewählte Ansatz, Themen der Außen- und Sicherheitspolitik reaktiv sich damit zu beschäftigen, in einen proaktiven umgewandelt werden muss. In der Politik kündigte auch Olaf Scholz mit seiner Regierungserklärung am 27.02., auch genannt Zeitenwendenrede, unter anderem eine neue Sicherheitspolitik für Deutschland an. Die Frage, die mich beschäftigt, ist, ob dieser Umschwung nur von inhaltlicher Natur ist, darauf gehen wir heute nicht weiter ein, oder es auch eine Veränderung in der allgemeinen sicherheitspolitischen Kommunikation geben wird oder auch meiner Meinung nach geben muss. Und wenn ja, ist die Frage nach dem Wie genauso wichtig. Ein paar Sätze aus der Rede nun von mir, die ich für maßgeblich halte und die eine Veränderung der Kommunikation der Politik widergespiegelt haben. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf. Ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts. Oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen. Das setzt eigene Stärke voraus. Ja, wir wollen, wir werden unsere Freiheit, unsere Demokratie
und unseren Wohlstand sichern, sagt Olaf Scholz. Unumstößlich hat diese Rede zu einer Debatte zu genau dem Thema des heutigen Panels Krisenkommunikation, wie sprechen wir über Sicherheitspolitik, geführt, die ich nun mit folgenden Experten weiter erläutern möchte. Wir haben hier Frau Christiane Hoffmann als Vertreterin der politischen Seite heute. Sie war davor auf verschiedenen Posten im In- und Ausland für die FAZ tätig und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, unter anderem als Korrespondentin in Moskau, in Teheran und Berlin. Sie wechselte dann zum Nachrichtenmagazin Spiegel, bevor sie schlussendlich ihr jetziges Amt als stellvertretende Regierungssprecherin im Bundespresseamt antrat. Danke, Frau Hoffmann. Vielen Dank. Ich springe einmal zur militärischen Seite, weil das so gut passt. Wir haben hier Herrn Oberst Beck, der seit 1989 bei der Bundeswehr tätig ist und unter anderem in Kosovo, Prizren, in Sarajevo und im Kunduz eingesetzt wurde. Er war Pressestabsoffizier im Joint Warfare Center NATO Norwegen und beim Multinationalkorps Nordost der NATO in Polen. Er ist jetzt seit 2017 Leiter des Presseinformationszentrums im Einsatzführungskommando der Bundeswehr und Sprecher des Befehlshabers. Herzlich willkommen. Dankeschön. Dann sozusagen die freie Wirtschaft. Herr Gordon Ripinski, als Hausherr des heutigen Panels, ist stellvertretender Chefredakteur bei der Pioneer. Er arbeitete davor 5 Jahre als Korrespondent beim Spiegel in Washington, D.C. und Berlin und wurde sowohl mit dem Otto-Brenner-Preis als auch mit dem Arthur-Bohns-Preis ausgezeichnet. Zuletzt leitete er das Hauptstadtbüro des Redaktionsnetzwerks Deutschlands, abgekürzt AND. Und zu guter Letzt, aus der Wissenschaft, Herr Dr. Stefan Groll. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Leiter der Abteilung Wissenschaftskommunikation am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, abgekürzt HSFK. Er koordiniert das Leibniz-Forschungsnetzwerk Umweltkrisen, Krisenumwelten und ist assoziierter Forscher am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Frankfurt. Herr Dr. Groll erhielt Stipendien und Preise und unter anderem die Otto-Hahn-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft. Herzlich willkommen auch an Sie. Vielen Dank. Und jetzt, um direkt einzusteigen, erster Punkt, der mich interessiert, an Herrn Beck gerichtet. Kommunikation in der Sicherheitspolitik, gerade wenn es um militärische Themen geht, war schon immer ein sehr heikles Thema, oft mit sehr, sehr viel Emotionen verknüpft. Menschen, für die es nicht mehr alltäglich war in der jetzigen Situation, sprechen plötzlich über Begriffe wie Krieg und Frieden. Und ich kann mir vorstellen, dass das gerade die Bundeswehr vor eine große Herausforderung in der Kommunikation stellt. Deswegen meine Frage an Sie, Herr Beck, wie gehen Sie mit dieser Herausforderung in diesen Zeiten um? Also die Kommunikation über die Bundeswehr ist sicherlich geprägt von Krisen und ausschließlich von Krisen. Ja. Ich sage mal immer dann, wenn es blutig wird, wenn es skandalös wird, dann interessiert sich die Gesellschaft für die Bundeswehr und dann fängt man an, über die Bundeswehr zu sprechen in der einen oder anderen Form. Das heißt also, für uns ist im Prinzip jeden Tag Krise, jetzt unabhängig von der Zeitenwende oder von der Situation in der Ukraine. Wir haben uns vorher unterhalten. Ich habe gesagt, was wir schon an Krisen auch gemeinsam erlebt haben, von der Snickers-Krise über die Cola-Krise bis zu 100.000 Liter Bier in Afghanistan bis hin zu Tod und Verwundung. Das sind die Themen, mit denen wir uns im Prinzip jeden Tag beschäftigen müssen. Sicherlich müssen wir uns den Kommunikationsbedingungen anpassen. Und ich glaube, das tun wir auch. Das Wichtigste ist sicherlich Glaubwürdigkeit, Transparenz und Authentizität. Und das auch schon vor der Krise. Denn nur dann bin ich auch in der Krise glaubhaft genug, dass das, was ich sage, eben auch dann angenommen und wahrgenommen wird. Dankeschön. Und hat sich Ihr Arbeitsalltag gerade durch die jetzige Situation verändert? Das Schwerpunktthema ist ein anderes geworden. Also während wir vorher im internationalen Krisenmanagement vor allem unterwegs waren, also die mandatierten Einsätze oder die anerkannten Missionen, die die Bundeswehr im Ausland durchführt, ist jetzt natürlich das Thema NATO-Ostflanke. Also das Engagement der Bundeswehr in Litauen, das Engagement der Bundeswehr in der Slowakei. Was machen wir dort? Mit wie vielen Menschen machen wir es dort? Mit welchen Waffen machen wir es dort?
Da sehen wir jetzt natürlich den Schwerpunkt drin. Und der wird auch vor allem dadurch deutlich, dass es jede Menge Medienvertreter gibt, die wir jetzt nach Litauen reinbringen, damit sie sich dort vor Ort ein eigenes Bild machen können, was wir da tun. Sehr spannend. Dann Herr Dr. Kroll, Entschuldigung, hier sitzen Sie. Da bin ich. Wenn wir uns jetzt auf Sicherheitspolitik im Allgemeinen konzentrieren, welche Herausforderungen für die Kommunikation sehen Sie gerade jetzt dafür? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, wir haben ein bisschen eine andere Rolle als diejenigen, die für Militär direkt sprechen, die Medien repräsentieren oder für die Politik direkt sprechen, als Forscherinnen und Forscher. Ja, wir bieten Reflexionswissen an in den Situationen, wo über Krisen kommuniziert werden, aber unsere Aufgabe ist eben, Wissen anzubieten, Analysen anzubieten. Und in akuten Krisenphasen ist die Herausforderung für uns eben auch, vor dem Hintergrund eines vergangenen Forschungswissens zu kommunizieren, aber über die aktuelle Situation oft auch noch nicht viel mehr wissen zu können. Also das ist, glaube ich, eine ganz besondere Herausforderung. Die Zeitenwende, über die wir sprechen, und ich bin ja froh, dass ich als Friedensforscher hier über Sicherheitspolitik mitsprechen darf, und ich glaube, es ist ganz wichtig, beides immer zusammenzusehen, ist, dass es für uns natürlich auch eine Riesenherausforderung der internen Kommunikation gerade ist, der internen Verständigung darüber, woran wir in der Friedensforschung lange nicht geglaubt, ist der falsche Begriff im wissenschaftlichen Kontext, sondern sozusagen aus unseren Analysen heraus beraten haben. Das ist jetzt eine Zäsur, das ist ein echter Umbruch für uns und mit dem befassen wir uns sehr ernsthaft und überlegen aber, und das ist, glaube ich, auch wieder nicht die Aufgabe von Forschung, was ist eigentlich das, was wir zu sagen haben über die unmittelbare aktuelle Kommentierung hinaus. Also was sind die langfristigen Fragestellungen jetzt auch für uns, denen wir uns widmen werden in den kommenden Jahren vermutlich. Ja. Und insofern ist das für uns eben ein sehr zentrales Thema, eine echte Zäsur, ein sehr wichtiges Thema, aber eins, das uns eben tatsächlich mit Dingen konfrontiert, die für uns auch tatsächlich eine große Veränderung erfahren werden. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Hat sich Ihr Arbeitsalltag dadurch verändert? Sie haben ja gesagt, Sie sind der Friedensforscher. Ja, genau. Also gut, ja, ich leite die Abteilung für Wissenschaftskommunikation und da, glaube ich, war die erste Veränderung, dass mein Alltag eher so war, vielleicht wie der von Ihnen oder von Ihnen, ne? Dass wir sozusagen täglich angefragt waren und sozusagen in einer Intensität, die wir selten haben, sage ich mal, über die Themen zu kommunizieren. Und dann aber, wie gesagt, wichtig, diesen Punkt zu sehen, was sind die langfristigen Fragestellungen, die uns beschäftigen. Morgen erscheint unser jährliches Friedensgutachten, das wir mit vier anderen Instituten gemeinsam herausgeben. Und da sind schon einige Dinge drin enthalten, um die es da geht. Und das ist, glaube ich, die Hauptanforderung, ja, sozusagen von der unmittelbaren Kommentierung hin zu den längerfristigen Forschungsfragen zu kommen und sich denen dann auch jetzt schnell widmen zu können. Das ist absolut nachvollziehbar, genauso eben dieser proaktive Ansatz jetzt anstelle eines reaktiven. Frau Hoffmann, wenn wir zur Regierungsperspektive kommen, wollen Sie uns auch Ihre Einblicke schildern? Ja, ich glaube, das Entscheidende haben Sie benannt, nämlich die Zeitenwende. Ja, ja, das, für uns geht es jetzt darum, Veränderung tatsächlich auch zu kommunizieren. Deutschland hat sich ja lange, das wissen Sie ja auch, wahnsinnig schwer getan mit Sicherheitspolitik und sicherheitspolitischer Kommunikation. Stichwort Kultur der militärischen Zurückhaltung. Wie lange haben wir gebraucht, das Wort Krieg für den Kriegseinsatz in Afghanistan zu verwenden? Und jetzt sind wir in einer völlig neuen Realität mit einem Krieg hier in Europa und stehen vor der Aufgabe, wirklich klarzumachen, wie tiefgreifend diese Veränderung ist. Und der Kanzler betont das ja auch ständig. Deutschland liefert Waffen in ein Kriegsgebiet, was wir nicht getan haben. Wir haben das Sondervermögen Bundeswehr eingerichtet. Also er betont wirklich auch die Radikalität dieses Umbruchs, den wir da sehen. Und gleichzeitig natürlich aber auch trotzdem weiter Sicherheit zu vermitteln, zu sagen, wir handeln, wir sind in einer Situation, die unsicherer ist, als wir uns in langer Zeit erinnern können. Und gleichzeitig tun wir aber etwas und handeln in dieser Situation. Ich glaube, wichtig ist dabei auch, nicht so zu tun, als sei das jetzt ein vorübergehender Ausrutscher
und in 3 Monaten ist alles wieder gut und Deutschland kann sich wieder sozusagen von der internationalen Bühne zurückziehen und wir kommen in eine Sicherheit zurück, wie wir sie vielleicht in den 90er Jahren gekannt haben. Das wird eben nicht passieren und wir müssen auch sagen, die Langfristigkeit dieser Herausforderung und auch dieser neuen Unsicherheit immer mit kommunizieren. Vielleicht noch ein Punkt, den ich da persönlich auch wichtig finde. Wir sind oft in einer sehr technischen Diskussion. Wir sind jetzt alle Experten für Waffenlieferungen. Hier wurde gerade erzählt, dass jemand seine Ehefrau fragt, wie funktioniert denn so ein Marder? Ja, also und dass dabei aber eben immer auch mitkommuniziert werden muss und das tun auch, würde ich sagen, die Minister und auch der Kanzler, dass es hier um menschliches Leid geht letztlich. Ne? Das ist so eine Seite, die dann vielleicht in der sicherheitspolitischen Kommunikation manchmal verloren geht. Aber diesen empathischen Aspekt auch, den finde ich persönlich sehr wichtig. Herr Repinski, teilen Sie die Meinung? Ja, ich teile ihn. Ich teile den Aspekt, dass es nicht nur um Technik geht. Ich glaube trotzdem, dass wir in so einer interessanten Phase im Moment sind bei der Betrachtung des Krieges, die kurz vor Kriegsmüdigkeit auch stehen könnte, ne, in der Betrachtung. Und ich glaube, dass das ein ganz gefährlicher Punkt ist, wenn man sich darauf besinnt, was da eigentlich passiert ist. Das ist das womöglich größte Unrecht in Europa, nicht nur der Neuzeit, sondern vielleicht seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich war gerade selbst in der Ukraine in der vergangenen Woche, bin mit dem Zug dorthin gefahren. Allein das Erlebnis festzustellen, dass man mit dem Zug in ein Kriegsgebiet fahren kann, das verändert nochmal wirklich den Blick darauf, was da passiert ist. Und ich finde, ja, es ist eine Zeitenwende angekündigt worden vom Bundeskanzler, aber ich würde doch sagen, dass sie nur halb vollzogen ist. Man ist auf dem Weg dahin, innenpolitisch zu kommunizieren, warum man jetzt mehr Geld ausgeben muss für Verteidigung, warum man Dinge tun muss, die man früher nicht gemacht hat, ja, aber vieles fehlt mir trotzdem daran. Und das fing eigentlich schon kurz nach der Zeitenwende an. Wir haben eben gerade kurz darüber gesprochen. Der Bundeskanzler war beim Einsatzführungskommando. Ehrlicherweise muss man sagen, ein Besuch, der fast untergegangen ist. Wenn ich als Bundeskanzler mich hinstelle Ende Februar und so eine Rede halte und eine Zeitenwende ankündige, habe ich mich gefragt, warum verbindet er das nicht mit einem Bild, damit die Menschen in diesem Land, die das nicht gewohnt sind, das wirklich auch inhaltlich nachvollziehen können. Warum nimmt er sich nicht die Verteidigungsministerin und sie fahren in einen Einsatz oder sie gucken sich die Patriot-Abwehrstaffeln an oder irgendetwas? Stattdessen gibt es eigentlich nur Bilder, die untergehen im Einsatzführungskommando, was ein Wahlkreisbesuch war, oder Bilder im Anzug im ja. Bundestag. Und da, glaube ich, ist eine Chance verpasst worden. Das sieht man ja in der SPD auch. Und wenn ich einen Punkt noch machen darf, als dann die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen verloren gegangen sind im Mai, gab es eine Analyse in der Präsidiumssitzung bei der SPD danach und die lautete, wir haben zu viel über Waffenlieferungen geredet, wir müssen jetzt lieber wieder über Inflation reden und über die Sorgen der Menschen vor Ort. Das ist auch richtig, das sind wichtige Probleme, die man auch adressieren muss. Aber ich glaube, wenn wir darüber reden, wie Sicherheitspolitik kommuniziert wird, dann könnte man ja auch zum Schluss kommen, dass das wirklich das prioritäre Thema ist, diese Ungerechtigkeit, die da gerade in Europa passiert. Und dass die Themen Inflation, Wirtschaftsabschwung und Wachstumsprobleme, die wir haben, dass die letztlich dem folgen, dass wir einer großen Ungerechtigkeit entgegentreten. Und ich habe das Gefühl, es läuft im Moment eher andersrum. Der Krieg wird eher so zum lästigen Punkt, der irgendwo da stattfindet. Und eigentlich würde man sich auch freuen, wenn das irgendwie bald aufhört, damit man sich endlich wieder um die Wirtschaft kümmern kann. Und das ist, finde ich, ein Kernpunkt der Krisenkommunikation oder der sicherheitspolitischen Kommunikation, der sich aus meiner Sicht in diesen Tagen oder Wochen entscheidet. Und ich bin gespannt, in welche Richtung es geht. Mein Verdacht ist in die letztere. Also ich würde das, wenn ich da mal gleich reingehen darf, ich würde das anders denken. Ne? Also einerseits kann man ja sagen, dass mit der Zeitenwende wir schon auch eine Meinungswende in Deutschland erleben. Das heißt, vieles, worum sich die sicherheitspolitische Kommunikation vielleicht früher bemühen musste, ist jetzt leider aufgrund dieses schrecklichen Krieges wie automatisch da. Nämlich, dass Sicherheitspolitik und der Krieg
praktisches Thema Nummer eins sind im Interesse. 90% der Menschen sagen, das ist das Top-Thema in Deutschland. Ja. Gleichzeitig verbunden mit großen Ängsten. 2/3 sagen, wir haben Angst, dass sich der Krieg auf Deutschland ausweitet. Und das ist ja eine Herausforderung von sicherheitspolitischer Kommunikation, einerseits aufzuklären, andererseits nicht Ängste zu schüren. Das ist, glaube ich, so ein Spannungsfeld, in dem wir uns da immer bewegen. Und dann Zustimmung zum Verbleib der amerikanischen Atomwaffen in Deutschland sprunghaft angestiegen. Ich glaube, im letzten Sommer war das 14% und jetzt sind es über 50. Also wir sind in einem völlig anderen Bewusstsein schon unterwegs. Und trotzdem wäre ich wirklich total vorsichtig, jetzt hier die ökonomischen Folgen des Krieges für Deutschland und Europa gegen die sicherheitspolitischen auszuspielen. Ich würde das in eins denken. Ich glaube, wir sind hier in einer Auseinandersetzung mit Putin, aber vielleicht dann auch perspektivisch mit den Autokratien dieser Welt, die sich auf ganz, ganz vielen Ebenen abspielt und wo einfach dieser erweiterte Sicherheitspolitikbegriff auch zum Tragen kommt. Das ist eben das natürlich das militärische Geschehen in der Ukraine, die Frage der Waffenlieferung, der wirtschaftlichen Unterstützung für die Ukraine. Aber das ist auch der Zusammenhalt unserer Gesellschaften, wo Putin ja letztlich auch angreift. Das ist das ganze riesige Thema Energiesicherheit. Das ist das Thema Desinformation, Zusammenhalt der EU. Also wir haben da einen Großkonflikt, der sich auf ganz vielen Ebenen abspielt. Und das würde ich alles als Sicherheitspolitik im erweiterten Sinne denken. Und ja, ich wäre vorsichtig, da eins gegen das andere irgendwie auszuspielen. An der Stelle, bevor Sie dürfen gleich danach, würde ich gleich unser Publikum mal mit einbeziehen. Ich bitte Sie gerne an der Diskussion einerseits teilzunehmen, andererseits Fragen auch an unsere Experten zu stellen, sowohl im Livestream als auch vor Ort. Deswegen einfach aufzeigen, Sie bekommen ein Mikrofon und können direkt mit einsteigen. Erstmal vor Ort. Ja. Jetzt muss ich mich entschuldigen, ich habe die Frage gerade auch im Chat gestellt, weil ich nicht wusste, wie das abläuft, also die kann man dann löschen. Meine Frage wäre, wie man die heutigen Zusammenhänge und Verbindungen dieser multiplen Krisen, Klimawandel, Covid, Russland-Ukraine-Krieg, wie kann man die in vor allem der deutschen Gesellschaft besser kommunizieren, dass Dinge, Zusammenhänge verzahnt sind? Ich würde direkt an Sie übergeben, wenn es zusammenpasst, vielleicht direkt mit dem Statement, was Sie machen wollten. Ja, Das Eigentümliche der Krise ist ja, dass es sozusagen eine Krise ist, die die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wir hatten das ja bei Corona beobachten können, so Anfang 2020 hätten wir vermutlich, wenn da jemand gefragt hätte, welche Krise spielt in diesem Jahr die entscheidende Rolle, hätten viele die Klimakrise gesagt. Das EU-Parlament hatte gerade den Klimanotstand im Herbst vorher verkündet und dann kam Covid und Covid war die alles entscheidende Krise. Jetzt beobachten wir was Ähnliches wieder mit der Ukraine, aber mit Abstrichen. Es verändert sich ja über die Zeit, diese Wahrnehmungsverschiebung, dass sozusagen eine Krise alles auf sich zieht und dadurch andere politische Herausforderungen, andere Krisen in den Hintergrund geraten und dort die Probleme eigentlich verstärken. Und das ist, glaube ich, was ganz wichtig ist, dass wir aus diesen Zusammenhängen, die oft abstrakt verbleiben, wie bestimmte Krisen miteinander zusammenhängen, ja, dass wir tatsächlich darüber mehr reden, aber es auch anschaulicher machen. Also wie Ökonomie auch zusammenhängt mit dem Sanktionsthema zum Beispiel, was so eine sicherheitspolitische Wende für uns eigentlich bedeutet, dass da auch die Klimafrage natürlich nicht nur dadurch mit drin hängt, dass sie vielleicht in den Hintergrund gerät, sondern dass sozusagen der Krieg selbst auch Emissionen verursacht, die eine starke Rolle spielen. Also ich glaube, die Lösung ist tatsächlich dort, darüber mehr zu informieren, ja, und darüber mehr zu reden. Aber das Hauptproblem, eigentlich das politische Problem, ist eigentlich, dass die Krise die Aufmerksamkeit zu sehr auf sich zieht und dadurch andere Dinge möglicherweise aus der Aufmerksamkeit hinausgeraten. Und das bringt mich jetzt doch nochmal zu dem Punkt, also dieser Wahrnehmungswandel, der Anlass ist bedauerlich, aber dass wir jetzt über Sicherheitspolitik reden, ist ja eigentlich eine sehr positive Sache, dass wir über eine nationale Sicherheitsstrategie reden, auch die Bevölkerung mit einbezogen wird. Und da bin ich nicht so sicher, ob das vielleicht sogar ganz gut ist, dass wir aus der unmittelbaren, aus dem Krisenmodus so ein bisschen rauskommen, aus der Krisenkommunikation, weil wir ja über sehr langfristige Veränderungen sprechen. Also natürlich ist es ein Nachteil, wenn die Aufmerksamkeit jetzt
sozusagen von dem Konflikt weggezogen wird, weil man sozusagen so ein bisschen satt daran ist und weil man das Problem verdrängen will. Das wäre so die negative Seite. Die positive Seite ist, wir haben eine Debatte über langfristige Dinge, die wir auch sozusagen in auf Langfristigkeit angelegten Verfahren diskutieren und debattieren, einen Diskurs haben und nicht im Krisenmodus schnelle Entscheidungen treffen. Und da würde ich tatsächlich auch einen gewissen Vorteil erkennen, darin, wie jetzt die Debatte gerade geführt wird. Herr Repinski, vielleicht wollen Sie gleich noch einen Punkt, der auch nochmal auf Christian Hoffmann eingeht. Ich sehe es auch gar nicht als zwei Punkte, die man gegeneinander ausspielt. Ich glaube nur, um eine Akzeptanz dafür zu finden, wie sich gerade die Preise und die Wirtschaftslage und die Energiepreise und so weiter verändern, glaube ich, lohnt es sich, noch mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, was eigentlich in der Ukraine gerade passiert. Und ich glaube, das könnte man noch viel mehr mit Bildern und mit diesen gewünschten Emotionen verbinden, wie es ja gerade auch hier in dieser Umfrage vorgekommen ist. Und wie man ja ehrlicherweise auch merkt, man merkt ja auch, wie ein Robert Habeck öffentlich funktioniert, weil er eben Dinge mit Emotionen und man das Gefühl hat, man kann so ein bisschen in ihn reingucken. Und ich glaube, das ist eine Schwäche der Kommunikation, die natürlich sozusagen der Bundeskanzler nie ganz abstellen wird, weil er eben jetzt von Natur aus ein sehr, sehr sachlicher Mensch hat, Mensch ist, auch Politiker ist, was auch viele Vorteile hat. Aber diesen emotionalen Teil sozusagen, den kann er natürlich damit nicht bedienen. Und ich glaube, dass man sich trotzdem insgesamt nochmal, dass man sich ein bisschen mutiger sein sollte, die Krise, die sicherheitspolitische Krise eben mit Bildern zu verbinden, um auch Akzeptanz dafür zu schaffen, was hier vor Ort passiert, denn sonst dreht sich das irgendwann um und dann geht auch die Akzeptanz für die Wirtschaftsverwerfung zurück. Dankeschön. Beantwortet das die Frage? Sehr gut. Haben wir eine weitere Frage aus dem Publikum? Ja. Genau. Vielen Dank. Obwohl die beiden großen Kirchen Deutschlands ja mittlerweile nicht mehr als 50% der Bevölkerung darstellen, haben Sie sich auch zu dem russischen Einmarsch und den Konsequenzen geäußert. So hat relativ schnell der Militärbischof Oberbeck aus Essen die sittlich legitimierte Verteidigung von der Ukraine als Grundlage genommen, um sich für die Waffenlieferungen auszusprechen. Die evangelische Kirche, protestantische Kirche war da nicht ganz so schnell. Ich meine, ich hätte gehört, die Frau Kurschus als Präser hätte sich für Waffenlieferungen ausgesprochen, während die frühere Präser, Frau Käßmann, nach wie vor, auch schon in frühen Äußerungen, dagegen ist. Meine provozierende Frage an Frau Hoffmann, hat das Bundeskanzleramt eher auf Frau Käßmann gehört, um dann die Verzögerungen zu erklären, die sich bisher lang bei den Waffenlieferungen eingestellt haben? Ansonsten, wie wird in anderen Institutionen die Haltung der Kirche zu dieser Fragestellung aufgenommen und verarbeitet? Der Bundeskanzler ist ja auf dem Katholikentag gewesen und hat sich ja genau zu der Fragestellung eines radikalen Pazifismus da auch eingelassen und hat natürlich gesagt, dass eine solche Haltung auch gerade aus Sicht der Kirche berechtigt sein kann, aber dass das nicht die Haltung der Bundesregierung sein kann und schon gar nicht seine ist. Und dass natürlich einem solchen völkerrechtswidrigen Verbrechen, wie Putin das in der Ukraine begeht, Einhalt geboten werden muss, auch mit Waffen, die aus Deutschland geliefert werden. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Das hat er auch sehr deutlich gemacht. Herr Beck, wollen Sie vielleicht auch darauf eingehen, oder? Na ja, gut, also die katholische und evangelische Militärseelsorge begleitet uns Soldaten ja in den Einsätzen seit Beginn der Einsätze an. Also von daher sehe ich, und zwar mit großer, also die Unterstützungsleistung, die Militärfahrer dort bringen, kann man gar nicht hoch genug anrechnen. Also von daher sehe ich da, das eine ist sicherlich die politische Diskussion und die ethische Diskussion, aber auf dem Boden, da wo ich herkomme, da sind die Fahrer da, um uns zu unterstützen. Und das ist auch gut so. Eine weitere Frage aus unserem Publikum. Ja, danke. Mein Name ist Monika Remé, ich arbeite für den Deutschen Frauenrat und beschäftige mich damit Sicherheits- und Friedenspolitik. Ich hätte die Frage, wie Sie das einschätzen,
Welche Möglichkeiten gibt es in der jetzigen Situation noch, über andere Verständnisse von Sicherheit zu sprechen? Also Frau Hoffmann, Sie hatten es gerade schon angesprochen, einen erweiterten Sicherheitsbegriff. Das ist ja auch das, was die Außenministerin in der nationalen Sicherheitsstrategie bislang verfolgt. Wir sprechen auch von menschlicher Sicherheit. Sehen Sie da gerade noch die Möglichkeit, überhaupt Kommunikation über solche Formen von Sicherheit, Verständnisse von Sicherheit zu führen? Und das auch gerne an Herrn Rypinski und Herrn Beck. Ja, also ich glaube, dass die Außenministerin das ja auch selbst in der Art, wie sie selbst kommuniziert, schon sehr gut zeigt. Und da sieht man ja eine deutliche Veränderung auch zu vorherigen Regierungen, dass sie ein, ich würde sagen, werteorientierter und empathischer spricht, ganz klar, auch über diese außenpolitischen Themen. Also natürlich gibt es diese Möglichkeit, auf jeden Fall. Und was den Kanzler betrifft, würde ich sagen, dass da zunächst mal die Notwendigkeit ganz klar erkannt ist, mehr zu erklären. Also der Kanzler ist ja deutlich häufiger, als man das vielleicht in Friedenszeiten für notwendig gehalten hatte, in Fernsehformaten, in Interviewformaten. Er hat sich zweimal mit einer Rede, einer Erklärung explizit, die sich auch um Fragen des Angriffskrieges drehte, an die Bevölkerung gewandt. Und da ist einfach mal, ist einfach klar, wir müssen uns als Politik in einer solchen Situation, die für viele Menschen in Deutschland mit Ängsten verbunden ist und in der es eben nochmal zu sagen darum geht, eine ganz grundlegende Veränderung zu erklären, müssen wir einfach mehr tun, müssen wir mehr sprechen. Mehr Kommunikation, ein gutes Stichwort. Zu unserem Livestream haben wir den Fragen. Ja, danke. Wir haben eine Frage von Jan Jakob Müller an Frau Hoffmann. Wie kann die Kommunikation der Bundesregierung besser auf kommende Krisen vorbereitet sein? Die Krisenkommunikation hinkt gefühlt dem akuten Zustand hinterher. Wie kann man hier schneller an die, Bevölkerung kommunizieren? Ja, also ich würde das jetzt dem nicht zustimmen, dass wir zu langsam gewesen wären. Ich glaube, die Zeitenwende-Rede, von der Sie auch gesprochen haben, wirklich 2,5 Tage oder nach Kriegsbeginn, wo wirklich ganz deutlich die Prinzipien gemacht wurden, aber auch aufgezeigt, wo der Kanzler aufgezeigt hat, was werden wir tun, was werden wir für Deutschland tun und was werden wir für die Ukraine, für die Sicherheit Deutschlands und für die Ukraine tun. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, wir hätten da zu langsam reagiert. Ich teile das nicht letztlich. Ergänzung noch von Ihnen? Herr Beck, vielleicht Sie auch noch mal. Na gut, Geschwindigkeit in der Kommunikation ist immer ein großes Thema, aber ich glaube, dass mit den Medien, ich kann jetzt wieder nur für die Bundeswehr sprechen, die wir verwenden, also soziale Medien und dort einmal die ganze Bandbreite hoch und runter von YouTube über Facebook, Instagram, Twitter, wie sie auch immer sie heißen, haben wir unheimlich an Geschwindigkeit gewonnen. Also wenn ich überlege, dass wir früher Pressemitteilungen per Fax verschickt haben, Herr Rypinski, und heute drücke ich auf den Knopf und die Botschaft ist raus, dann sind wir sehr schnell geworden. Und gerade in der Krisenkommunikation, vielleicht ab von der momentanen Krise in der Ukraine, nehmen wir mal die militärische Evakuierungsoperation in Kabul vergangenes Jahr. Dort haben wir, also im Einsatzführungskommando zusammen mit dem BMVG, die Krisenkommunikation gemacht. Und die lief über Twitter und die lief quasi in Echtzeit. Also noch schneller kann es dann eigentlich gar nicht gehen. Also die Öffentlichkeit konnte quasi in Echtzeit das Abheben und Landen der Flugzeuge in Kabul und Taschkent mitverfolgen. Mit entsprechendem Bewegtbild und Bildern. Und wie viel schneller soll es noch gehen? Also ich glaube, es liegt nicht an der Geschwindigkeit, denn wir sind schnell. Und wir sind auch darauf vorbereitet. Deswegen nutzen wir die modernen Medien und die sozialen Medien, um eben die Botschaft schnell zu versenden. Und es funktioniert auch gut. Dankeschön.
Vielleicht nochmal zwei kleine Ergänzungen. Und zwar, ich glaube schon, dass, wenn es darum geht, die sicherheitspolitische Debatte auch zu weiten, abseits dessen, was sozusagen nur mit Waffen passiert, das, glaube ich, beobachten wir jetzt gerade in diesem Moment schon. Wir sind ja jetzt am Anfang einer Gipfelwoche, wo es eigentlich um alle Aspekte geht, die politisch irgendwie mit diesem Konflikt zu tun haben, von Energie bis zu Ernährung bis zu EU-Beitritt und Erweiterung bis zu NATO-Erweiterung. Also das heißt, wir haben eigentlich eine komplette Debatte um alle politischen Seitenaspekte, würde ich sagen, dieser sicherheitspolitischen Kerndebatte. Und ich glaube, das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten schon auch noch weiterentwickeln. Das wäre mein Gefühl. Und vielleicht, Herr Oberstbeck, weil Sie es gerade angesprochen haben, doch nochmal eine Erfahrung, die ich auch aus meinen Jahren als verteidigungspolitischer Korrespondent teilen möchte, nämlich, dass ich finde, dass die Bundeswehr, wo Sie gerade so ein bisschen tapfer berichtet haben darüber, dass sie eigentlich nur, wenn Großkrisen da sind, das Interesse auf sich gezogen haben, zumindest vor der Ukraine, dann muss ich sagen, die Bundeswehr ist mir immer begegnet als außerordentlich möglich machende Institution, und außerordentlich um Transparenz bemüht. Ich habe eigentlich in keiner politischen oder wirtschaftlichen Organisation, in der ich Recherchen gemacht habe, das Gefühl gehabt, dass mir so der Teppich ausgerollt wird, damit ich Dinge auch sehen kann, sei es in den Einsatzgebieten als auch woanders, weil ich glaube schon, dass der Wunsch, eben nicht nur über diese Krisen wahrgenommen zu werden, natürlich irgendwie in ihren Reihen dann auch da ist. Danke für die Blumen. Ja, ich glaube, ich habe noch zwei Fragen für Herrn Beck, was Sie gerade angesprochen haben. Wann wird die letzte deutsche Behörde ihr Fax abschaffen? Und dann noch eine Frage von Paul Strobel. Können Sie ein Beispiel für Krisenkommunikation der Bundeswehr nennen? Welche Rolle spielt darin Social Media und was sind Ihre Herausforderungen darin? Ja gut, ich habe ja gerade eben eins genannt, die militärische Evakuierungsoperation aus Kabul, der Ortskräfte und der Schutzbefohlenen. Das war sicherlich eine Art der Krisenkommunikation, wie sie die Bundeswehr, wie sie das Einsatzführungskommando so bisher noch nicht gemacht hat. Also im Prinzip in Echtzeit die Krise berichtet, aus der Krise berichtet. Im Prinzip all das, was das Lehrbuch eigentlich so vorgibt. Nur eingeschränkt durch personelle Sicherheit, also die Sicherheit für unsere Soldaten und die operative Sicherheit. Ansonsten haben wir im Prinzip alles, was wir dort gemacht haben, in Kabul, in Taschkent, aber auch in Deutschland, sehr offen und breit auf den diversen Kanälen kommuniziert. Also ich glaube, Herr Strobel, das ist sicherlich ein sehr, sehr gutes Beispiel für gute Krisenkommunikation, obwohl man sich ja nur ungern selber auf die Schulter klopft, aber das hat tatsächlich funktioniert. Zum Faxgerät nehme ich dem erstmal keine Prognose. Noch eine Frage? Oder? Gerne. Ah, wir haben eine Frage aus dem Publikum noch. Ja, genau. Ich würde gerne noch warten Sie noch mal, bis das Mikro bei Ihnen ist, sonst genau. Hört man Sie im Stream nicht. Dankeschön. Mich würde von Ihnen aber auch noch mal zu Afghanistan interessieren. Da ist doch auch sicherlich einiges falsch gelaufen in der Kommunikation. Wenn man mit ehemaligen Ortskräften Kontakt hatte, ich bin auch Journalistin, dann hat man gemerkt, dass da viel Unsicherheit bestand. Auch wenn es eine Kommunikation in Echtzeit war, lief da viel chaotisch ab, weil ich glaube, auch viele Ansprechpartner nicht klar waren. Was haben Sie vielleicht auch gelernt aus dieser Kommunikation in Echtzeit? Na ja, gut, ob tatsächlich da viel schiefgegangen ist oder was schiefgegangen ist, das wird ja die Enquete-Kommission bzw. der Untersuchungsausschuss sicherlich klären. Dazu kann ich mich auch nicht einlassen. Aber da muss ich ein bisschen aufpassen. Also die Frage nach, was ist chaotisch und wie geht man mit einer Situation um, die nicht mit Berlin-Mitte vergleichbar ist, wo Menschen sterben, wo Tausende von Afghanen auf diesen Flugplatz zuströmen und Platz in diesen Flugzeugen haben wollen. Und dann haben wir 200 deutsche Soldaten oder 250 deutsche Soldaten, die ihre Schutzbefohlenen da rausholen sollen. Viel chaotischer kann man sich es eigentlich gar nicht vorstellen. Dann wird geschossen, es explodieren irgendwo Bomben, es ist Nacht,
es ist laut, es ist blutig, es ist schmutzig, es stinkt. So. Und ja, wenn Sie das unter chaotisch meinen, dann war es chaotisch. Die Frage ist, dass für mich als Soldat war die militärische Operation erfolgreich. Das ist für mich die Frage als Soldat und die beantworte ich mit ja. Wir haben so viele Menschen rausgebracht, über 5000, die wir rausbringen sollten. Nicht alle, unglücklicherweise, das stimmt wohl, aber uns ist die Zeit abgelaufen. Das Zweite ist, haben wir Soldaten verloren? Haben wir alle nach Hause gebracht? Ja, haben wir. Also aus militärischer Sicht erfolgreich. Politisch, das haben andere zu bewerten. Beantwortet das Ihre Frage? Nicht ganz, aber das geht zu weit. Die Frage wäre tatsächlich auch, war die Kommunikation nicht auch in gewisser Weise chaotisch, wenn viele Afghanen, ehemalige Ortskräfte, die für die Bundesregierung auch gearbeitet haben, nicht wussten, an wen sie sich wenden sollten, auch unter anderem bei der Bundeswehr. Das können viele Journalisten auch erzählen, dass sie dann Hilferufe bekommen haben. Die sind ja dann bei ihnen auch immer wieder gelandet. Und das waren unzählige. Deswegen würde mich auch interessieren, war nicht auch die Kommunikation in gewisser Weise chaotisch oder was haben Sie daraus gelernt? Na gut, das eine ist die Frage der die Kommunikation über die Organisation und wo müsst ihr hin, an wen müsst ihr euch wenden, wie macht ihr euch bemerkbar. Das ist ein organisatorischer Ablauf und die Kommunikation darüber. Das andere ist die reine Krisenkommunikation. Also wir haben eine Krise, etwas von der Norm abweichend und wie reagieren wir darauf mit kommunikativen Mitteln. Und ich glaube, das muss man unterscheiden. Also ja, ich stimme Ihnen zu. Ganz viele afghanische Ortskräfte haben direkt bei mir im Presseinformationszentrum angerufen und gesagt, wir stehen jetzt am Tor, wie können wir rein? So. Und wir haben ja auch versucht zu helfen, wo immer es ging. Da gibt es auch sehr berührende Geschichten. Aber am Ende des Tages muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen der Kommunikation über den organisatorischen Ablauf für die Ortskräfte und die andere Geschichte, die übrigens schon viel früher beginnt, vor Kabul, darüber sind wir uns, glaube ich, auch einig, und über die Krisenkommunikation, über die militärische Operation. Noch eine Frage aus unserem Livestream. Die Frage, wie wollen Medien und Politik einer Kriegs- oder Krisenmüdigkeit von BürgerInnen begegnen? Herr Dr. Kroll, vielleicht Sie. Als Beratung sozusagen für ja, genau. Medien und Politik, wie sie das tun sollten. Also es ist schon auf jeden Fall wichtig, dieses Thema, die Aufmerksamkeit für dieses Thema, die Sensibilität für dieses Thema hochzuhalten. Es ist aber so, wie wir vorhin schon hatten, wichtig, dass wir andere Krisen, andere Probleme lang auch nicht aus dem Blick verlieren. Also an sich die Entwicklung, die Aufmerksamkeit auch wieder auf andere Konflikte zu lenken, ist nicht schlecht. Sie hatten auch gesagt, größtes Unrecht in Europa. In anderen Weltregionen erleben wir auch großes Unrecht. Und auch dafür, wenn wir über eine neue nationale Sicherheitsstrategie reden, welche Rolle spielt Deutschland in der Welt? Also diese Diskussion darüber zu führen, wo fühlen wir uns mit verantwortlich, was tun wir, das jetzt zu erweitern, ist wichtig. Dann haben wir natürlich Themen, die so schnell auch, glaube ich, gar nicht verschwinden werden. Also die innenpolitischen Themen, die angesprochen wurden, also die werden ja bleiben. Und da ist es, glaube ich, wichtig, diese Diskussion auch zu führen. Aber das hatte ich auch schon gesagt, wenn Entscheidungen anstehen, die sehr langfristig sind, kann es auch von Vorteil sein, aus einer unmittelbaren Krisenkommunikation auch wieder herauszukommen. Also Krisenkommunikation kann auch ermüden. Also wenn es uns darum geht, die Bevölkerung auf eine solche Reise mitzunehmen und in dem Diskurs weiterhin einzubeziehen, dann ist es auch wichtig, aus diesem Krisenmodus auch mal rauszukommen. Das trifft auf die Klimaveränderung eben auch genauso zu. Es ist gut, über Krise zu sprechen, die Aufmerksamkeit ist da, aber für das, was es langfristig an Transformation für uns bedeutet, ist es auch gut, in einen anderen Modus zu kommen. Und ich glaube, das ist bei sicherheitspolitischen Themen, über die wir reden, das Verhältnis von Sicherheit und Freiheit, erweiterter Sicherheitsbegriff, das sind alles sehr, sehr große Themen und da ist es gar nicht schlecht, auch in einen anderen Modus tatsächlich auch zu kommen. Insofern war meine Empfehlung an die Politik und an die Medien, genau auch diese Tiefe in den Themen auch zu wagen, ja, also sozusagen auch von dem Aufmerksamkeitsverstärkenden vielleicht dann auch zurückzutreten, aber dann auch sozusagen diese Angebote, die es braucht und diese Möglichkeiten für das Diskurs, die es braucht, auch zu geben und nicht sozusagen aufs nächste Thema dann aufzuspringen, weil dann wäre es tatsächlich besser, eher noch bei diesem Thema, das uns noch eine Weile begleiten wird, zu verharren. Danke. Das heißt, Sie sagen, es ist wichtig, Tiefe zu haben in den Nachrichten und auch eben diese Emotionalität rüberzubringen. Auch bei diesen gerade heiklen Themen. Mhm. Noch eine Frage aus unserem Livestream? Ergänzung von Ihnen noch dazu?
Ja, ich würde vielleicht gerne nochmal das betonen, ich habe das vorhin schon versucht zu sagen, ich glaube, dass alle diese innenpolitischen oder wirtschaftspolitischen Fragen, die jetzt ganz hoch auf der Agenda sein werden, in Wahrheit sehr, sehr eng mit dem Krieg zusammenhängen. Also wenn es um Energiesicherheit geht, was ja jetzt ganz stark als sicherheitspolitisches Thema gedacht wird, das erleben wir. Und das erleben wir dadurch, wie Russland, wie Putin das einsetzt als Druckmittel. Und das wiederum hat ja unmittelbare Folgen darauf, wie wir auf erneuerbare Energien, auf unsere Politik gegen den Klimawandel schauen. Das hängt enorm eng miteinander zusammen. Oder wenn wir jetzt auf Preissteigerungen schauen und die Entlastungspakete, die die Bundesregierung dafür auf den Weg gebracht hat, das ist ja auch alles eine Folge des Krieges. Also insofern glaube ich, wenn man jetzt von Kriegsmüdigkeit spricht, das greift zu kurz und wird sozusagen der gesamten Bandbreite dieser Themen, die für uns auch in unserem Sprechen darüber damit zusammenhängen, einfach nicht gerecht. Herr Beck, wollen Sie darauf auch kurz eingehen? Also ich habe es ja relativ einfach, weil ich bin der politisches Handeln am Ende des Tages, wird das durch die Bundeswehr umgesetzt, und wenn es um den Auslandseinsatz geht oder das Engagement an der NATO-Ostflanke, dann muss ich das kommunizieren. Von daher kann ich mir das relativ einfach machen. Ich kann aber momentan auch von in der Berichterstattung zumindest von Kriegsmüdigkeit nichts feststellen. Also wir haben überproportional viele Medienvertreter, die sich dafür interessieren, was wir zurzeit in der Slowakei und in Litauen machen und wie wir es tun. Und zwar einmal quer durch die Last, ob das also Print, Bewegtbild, Hörfunk ist, das spielt gar keine Rolle. Vor allem, wenn man eingedenk der Tatsache, dass vor dem 24. Februar es eher uninteressant war, weil es kein Einsatz war, der zu Skandalen neigte, jedenfalls nicht permanent, der auch nicht unbedingt zu Tod und Verwundung neigte. Also von daher, und jetzt haben wir aber im Prinzip Journalisten, die sich die Klinke in die Hand geben. Von daher ist das für mich relativ einfach. Und ich kann die Kriegsmüdigkeit zumindest bei den Medien nicht feststellen. Wie das dann bei denjenigen ist, die es lesen und anschauen, ob die nicht sagen, boah, und schon wieder eine Doku und schon wieder ein 3-Minüter und schon wieder ein Leitartikel, das vermag ich nicht zu sagen. Aber mit dem, was wir anbieten können, das wird von den Medien noch gerne und häufig und zurzeit überproportional häufig angenommen. Also da sehe ich noch kein Ende. Das leitet gut über zu meiner nächsten Frage. Ich möchte jetzt nochmal auf das Thema Social Media eingehen. Die Vielzahl der Medien nimmt zu. Es ist ja nicht mehr nur Fernsehen und Radio, sondern es wird ergänzt durch Instagram, Facebook, YouTube und das nur, um einige Beispiele zu nennen. Das heißt, man hat oftmals nur einen Hashtag oder ein Bild, was eine Nachricht in der Kommunikation vermittelt. Und ich kann mir vorstellen, dass es eine weitere große Herausforderung ist, eben gerade hochsensible militärische und politische Themen durch eben diese neuen Medien zu vermitteln. Und deswegen meine Frage an Sie, Frau Hoffmann, direkt. Welche Ansprache müssen Politiker und Politikerinnen Ihrer Meinung nach nun wählen, um insbesondere jungen Menschen die Herausforderungen in der neuen Zeit darzulegen? Wir brauchen diese Kanäle alle. Und der Bundeskanzler hat ja jetzt auch, seit er im Amt ist, also auch im Gegensatz zu seiner Vorgängerin, einen eigenen Twitter-Account. Der Regierungssprecher hat einen Twitter-Account. Wir sind auf Instagram unterwegs, auf Facebook. Also wir brauchen möglichst viele Kanäle, um die Bürgerinnen und Bürger dort zu erreichen, wo sie sich interessieren, das ist überhaupt keine Frage. Und klar, jedes Medium hat da seine eigenen Herausforderungen und wir sind da alle auch immer dabei, dazu zu lernen. Aber ja, dass wir sagen, wir könnten auf irgendwas da verzichten, auf gar keinen Fall. Und wenn wir uns die Ansprache der Journalisten und Journalistinnen an die jungen Menschen anschauen, was sagen Sie, sind da die großen Herausforderungen? Bei der Ansprache gerade junger Menschen
auch nochmal, um auf den Aspekt einzugehen. Das sind dieselben Herausforderungen. Wenn wir Leute für dieses Thema begeistern wollen, die das vorher noch nicht waren, dann müssen wir uns variabler aufstellen in den Kanälen, mit denen wir das machen. Aber ich habe insgesamt so das Gefühl, wenn ich mir Social Media und Sicherheitspolitik angucke, dann habe ich immer gedacht, schon früher in einer Zeit, in der man auf Twitter dann teilweise dachte, warum habe ich mich da jetzt eingeschaltet? Das hat mir nur die Laune am Tag verdorben. Dann fand ich, in der Sicherheitspolitik hat Twitter immer sehr gut funktioniert zum Beispiel. Also man hat eigentlich eine sehr, sehr hochwertige Debatte da teilweise über die Themen gehabt, mit sehr viel, mit all dem, was gut ist an den sozialen Medien, mit Verlinkungen auf interessante Texte, mit Verweisen, mit einer hochwertigen fachlichen Debatte. Und das, finde ich, ist auch immer noch so der Fall. Und was man nur merkt, ist, dass auf einmal Formate nach oben gespült werden in den Ranglisten, die früher eigentlich wirklich einem Fachpublikum sozusagen prädestiniert waren oder darauf begrenzt waren. Also ich denke jetzt mal an Konflikt und Sicherheit, diesen Podcast zum Beispiel, der auf einmal ganz oben steht, der wirklich unter ferner Liefen war. Oder es, ich könnte noch viele andere nennen, die in diesem Fachbereich spielen. Das war bei der Corona-Krise genauso. Auf einmal war das Corona-Update war auf einmal auf Platz 1 und jeder wusste irgendwie über irgendwelche Aminosäuren Bescheid. Ja? Und das, finde ich, sind natürlich Dinge, die wir in den Medien auch nutzen können mit Formaten. Damit experimentieren wir hier auf diesem Schiff auch relativ viel, dass wir vermuten oder versuchen, eben mit diesen tiefen Bohrungen in die Bereiche die Leute zu erreichen. Und wir bemerken eigentlich in diesen tatsächlich 3 Monaten des Krieges oder etwas, ja, in den 3 Monaten des Krieges, wie viel haben wir jetzt? 4 Monate des Krieges schon. Ja. Bemerken wir schon, dass wir noch immer ein sehr hohes Interesse daran haben. So, dass man variieren muss natürlich mittlerweile. Die Themen sind nicht mehr so automatisch wie am Anfang, aber immer noch ein sehr hohes Interesse. Was ja gut ist, dass das Interesse an Sicherheitspolitik allgemein weiter steigt. Wenn wir jetzt zur Bundeswehr kommen, ich sehe, die Bundeswehr ist sehr aktiv auf Instagram, auf allen Social-Media-Kanälen mittlerweile auch. Wenn es jetzt aber gerade um die jetzige Situation geht, tun Sie sich schwer damit, diese Inhalte gerade auch jüngeren Menschen verständlich nahezubringen? Wir haben ja grundsätzlich bei den Dingen, die die Bundeswehr tut, die Herausforderung, dass komplexe militärische Sachverhalte sehr technisch lastig wir versuchen müssen, so einfach wie möglich zu erklären. Das gelingt nicht immer, auf Social Media aber immer besser. Also wie Sie schon gesagt haben, wir sind einmal quer durch die Last vertreten. Insgesamt interessieren sich über 3 Millionen Menschen für die Produkte, die wir auf den verschiedenen Plattformen anbieten. Und wir entwickeln sie auch weiter. Die Frage nach der Ansprechbarkeit oder wie spreche ich denn an, das ist in der Tat eine, woran sich die Geister scheiden können. Denn die Frage ist, was will ich erreichen? Welche Zielgruppen habe ich? Welchen Kanal bediene ich? Ich glaube, was nicht geht, ist, dass Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, die werden alle gleich bedient. Ein Thema, ein Wording, ein Bild, das ist es. So funktioniert es ja nicht. Auch die Frage nach Community Management, inwieweit kann ich dort einsteigen oder kann ich nicht einsteigen? Habe ich überhaupt das Personal dazu, habe ich es nicht dazu? Das sind ja alles Fragen, denen wir uns ja tagtäglich stellen müssen. Wir im Einsatzführungskommando machen das zum Beispiel so, da sind wir relativ unlustig, weil wir das Thema Einsätze eigentlich sehr, sehr trocken kommunizieren. Wer, wann, wo, wie, was. Also da geht es um das Faktische. Die Fakten so einfach wie möglich. Natürlich haben wir dann durch die Verlinkung auf die Webseite Möglichkeiten, über die Menschen die Geschichten der Einsätze zu erzählen. Also was machen unsere Jungs und Mädchen jetzt gerade in Litauen? Was ist das für eine Übung, die sie machen? Aber auch hier müssen wir mal aufpassen, dass man nicht zu sehr ins Schwadronieren gerät und wir sind nicht Steven Spielberg. Also die Frage am Ende des Tages, zeige ich ein Video mit schnellen, harten Schnitten und dem Walkürenritt von Wagner untermalt, dann hat das wahrscheinlich 10.000 Klicks. Bringt uns aber nicht weiter. Oder mache ich einen 30-Sekünder, der mit Originalatmosphäre, Originalaudio ganz faktisch darstellt, was wir da machen. Das ist dann zwar langweiliger, aber es ist authentisch.
So, und es ist nicht übertrieben und gar nichts. Es ist allerdings natürlich auch emotionsloser, das stimmt wohl. Also da gilt es immer abzuwägen, das ist immer so ein Grad. Wir für den Einsatz haben entschieden, dass wir das in einer relativ emotionslosen Art und Weise tun, weil es keinen Sinn macht, über den Sonnenaufgang über Afghanistan in einem Tweet zu schwadronieren und 5 Minuten später muss ich vielleicht über tote Soldaten berichten. Das matcht nicht. Bei anderen Teilstreitkräften und auch bei anderen Themen mag das funktionieren. Beim Einsatz, glaube ich, funktioniert es nicht. Herr Dr. Koll, wie sehen Sie die Kommunikation gerade der Bundeswehr im Moment auf den verschiedenen Medien? Und trifft es die Ansprache Ihrer Meinung nach gerade an die jungen Menschen? Auch dieses Emotionslose, wie Herr Beck ausgeführt hat. Ja, also ich kann vielleicht einen ganz interessanten Erfahrungsbericht geben. Ich gehe relativ regelmäßig gerade in Schulen zu Schulklassen und also ich halte eigentlich keinen Vortrag, weil es geht um Dialog. Also ich glaube, in der Wissenschaftskommunikation geht es immer auch um Dialog. Also es sollte keine Arbeitsstraße sein. Wir wollen noch was mitnehmen. Und eine Frage, mit der ich oft einsteige, ist, wie informieren sich die jungen Menschen? Ja, und natürlich TikTok, Instagram sind die Medien, die sie verwenden. Aber in diesen Medien verwenden sie dann doch so die bekannten, ich will jetzt keine besonders hervorheben, aber die bekannten Nachrichtenportale, die wir so kennen. Und das ist eigentlich für mich ganz interessant gewesen, ne? Weil sozusagen der Einstieg ins Thema ist für mich natürlich auch Desinformation und wie überhaupt mit Informationen umgehen. Und da ist sozusagen der Hinweis, sich an Nachrichtenportale, aber auch sozusagen an solche Accounts auch die eben zu nutzen, um sich zu informieren und sich ein Bild zu machen. Und insofern ist das eigentlich sozusagen dieser Punkt, wie sprechen wir an, was ist unsere Ansprache, das scheint gar nicht so die Hürde zu sein, weil bei solchen Themen ist das Interesse da. Also meine Erfahrung ist auch da in den Schulen, das hat sich so ein bisschen verändert. Also ein Besuch in der Schule im März ist was anderes, als es jetzt der Fall ist, weil jetzt kommen wieder andere Themen dazu und die Perspektive hat sich verändert, aber das Interesse ist wahnsinnig hoch, ja, und ich glaube gerade dieser Punkt Authentizität, der ist ja ganz wichtig. Es gibt ja auch diese Ansätze, dann bekannte CreatorInnen zu nutzen, um Botschaften zu platzieren, schiene mir jetzt bei einem solchen Thema, weiß ich nicht, ob es so zielführend wäre oder ob sich sozusagen der authentische Auftritt selbst ist, genau. Dankeschön. Ja, das Stichwort Desinformation würde ich gerne nochmal aufnehmen, weil Herr Rupinski hat gesagt, wenn wir am Kanzleramt vorbeikommen, muss ich mich schon beeilen, noch die Dinge zu sagen. Das ist natürlich für uns als Bundesregierung in der Krisenkommunikation ein sehr großes Thema, was wir immer mitdenken. Denn ein Teil auch gerade dieses Krieges wird natürlich über gezielte Desinformationen geführt. Und da ist es wichtig, und da haben wir auch das Gefühl, da können wir uns noch besser aufstellen, einerseits das frühzeitig zu erkennen und dann eben auch Mechanismen entwickeln, um gezielt dagegen zu gehen. Da gab es jetzt auch schon positive Beispiele, wo sehr schnell gegengesteuert werden konnte, aber gleichzeitig sozusagen die großen Erzählungen, die Putin aufbietet darüber, dass der Westen schuld ist daran, dass jetzt die Getreidepreise steigen und es möglicherweise zu einer Hungersnot in Afrika kommen wird, das auch systematisch mit allen Ressorts immer wieder dagegen zu gehen und die Wahrheit zu erzählen, nämlich dass dieser Krieg die Ursache ist, das ist für uns ein Riesenthema auch langfristig. Kann ich mir vorstellen. Ich finde es sehr, sehr gut, dass eben ich bei allen 4 Panelisten raushöre, dass eben diese Proaktivität zunehmen muss und eben raus aus einem Reaktiven. Wir schalten nochmal in den Livestream und das Livestream-Publikum hat die Möglichkeit, Fragen zu stellen, natürlich genauso wie Sie vor Ort. Ja, Luca Julie Kuhlmann fragt, inwiefern unterscheidet sich die sicherheitspolitische Kommunikation und Krisenkommunikation Deutschlands zu der anderer Länder? Frau Hoffmann, fangen wir Ihnen an. Ja, ist jetzt ich kann es eher allgemein sagen. Ich würde eben sagen, Deutschland kommt aus einer ganz anderen sicherheitspolitischen Tradition und damit auch aus einer anderen Kommunikation, die indirekter ist, die vorsichtiger ist, die größere Angst hat, Dinge beim Namen zu nennen. Ich habe das ja vorhin genannt, die Jahrzehnte, die wir gebraucht haben, einen Krieg zu nennen. Und das betrifft natürlich auch die Bundeswehr, ein viel weniger selbstverständliches Verhältnis
zur Bundeswehr, als es in anderen Ländern zum Militär ist. Und das prägt auch unsere Kommunikation. Aber ja, so traurig das ist, ich glaube, dass mit diesem Krieg da in gewisser Weise eine Normalisierung auch in Deutschland eintritt und wir uns da vielleicht anderen Ländern auch annähern. Es gab ja mal ein Stichwort, erwachsen werden. Ich glaube, das passiert jetzt mit einer gewissen Brutalität gerade. Und deshalb glaube ich, dass die Unterschiede sich eher verringern werden, aber die waren auch ja mit gutem Grund aus der deutschen Geschichte schon in lange Zeit da. Herr Ripinski, wollen Sie darauf auch eingehen? Wenn ich an andere Länder denke, dann versuche ich immer mir vorzustellen, wie damals George W. Bush auf dem Flugzeugträger Mission Accomplished gerufen hat. Und dann versucht man sich sozusagen einmal diesen Unterschied klar zu machen, wie wir hier kommunizieren und wie es sozusagen in den Extremphasen in den Vereinigten Staaten gemacht wird. Es ist überhaupt kein Plädoyer dafür, es lieber so zu machen. Aber weil Christian Hoffmann jetzt zweimal das Beispiel des Wortes Krieg genannt hat, das kam ja durch Karl Theodor zu Guttenberg, das muss man sagen. Bei aller Kritik und bei aller Bilanz, die man jetzt, glaube ich, auch jetzt nochmal im Nachhinein über ihn zieht, wo ja nicht so viel aus seiner Zeit an Positivem überbleibt, hat er natürlich doch eine Sache geschafft, nämlich dadurch, dass er so offensiv kommuniziert hat, hat er hohes Interesse auf den Bereich, damals auf die Einsätze vor allem gezogen, hat eine hohe Beliebtheit auf sich gezogen und hat natürlich in diesem Jahr oder anderthalb Jahre, viel mehr war das ja nicht, in der er Verteidigungsminister war, sich auch enorme Freiräume dadurch geschaffen, was er an Politik umsetzen konnte. Und eine Sache war eben die, dass er es dann eben auch geschafft hat, so eine Umdefinition von dem zu erreichen, was in Afghanistan passiert ist. Also das heißt, weder mein Plädoyer mehr Vereinigte Staaten wagen, noch Karl Theodor zu Guttenberg kopieren, aber manchmal habe ich eben das Gefühl, alles, was Emotionen anspricht in der Sicherheitspolitik, erinnert dann an Karl Theodor zu Guttenberg, und weil er sich eben als Luftnummer rausstellte, macht man es lieber so nüchtern, wie es geht. Und ich glaube, das ist auch nicht der Weg. Also ich glaube, das so ein bisschen versuchen, die Leute zu erwischen, das glaube ich, sollte man schon tun. Herr Beck. Also wenn darauf eingehend, ja, war so. Also 2009, wir beide in Afghanistan, völlig anderes Kommunikationsverhältnis auch zwischen Journalisten und Presseoffizier. Ich glaube, davon sind wir aber weg. Ich glaube, davon sind wir wirklich weg. Also die Frage nach, jetzt sind wir wieder, nach Transparenz, soweit es geht, gerade in militärischen Dingen, muss man natürlich aber auch verstehen, und auch das muss man, glaube ich, in aller Deutlichkeit kommunizieren, dass der militärischen Kommunikation auch Grenzen gesetzt sind. Ja, wir können alles zeigen, wir können aber nicht alles schreiben und wir können auch nicht alles sagen. Und vielleicht können wir das eine oder andere halt doch nicht sagen, ja, weil es um personelle Sicherheit geht, um die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten und weil es um die Sicherheit der Mission oder des Einsatzes geht. Also da findet das seine natürliche Grenze. Bei aller Offenheit und Transparenz bemühen, ich glaube, da ist Schluss. Und das muss man aber auch in aller Deutlichkeit und in aller Ehrlichkeit kommunizieren. Warum könnt ihr uns das jetzt nicht sagen? Pass auf, weil es ist geheim, Punkt. Und weil es geheim ist, können wir auch nicht darüber reden, sonst wäre es ja nicht geheim. Ja. Und das gilt es dann aber auch zu akzeptieren. Ja. Ein Beispiel, was machen die Spezialkräfte? Das ist geheim. Ja. Sonst wären es keine Spezialkräfte. Ja. Außerdem, ich gefährde das Leben der Männer und Frauen, so einfach ist das. Ja. Also ich glaube, da ist die natürliche Grenze. Aber ansonsten, zumindest kann ich das für meinen Bereich sagen, sind wir so transparent als irgend möglich. Und so wie Sie es ja freundlicherweise vorher schon erwähnt haben, wir wollen ja auch, dass über uns erzählt wird. Wir wollen ja, dass jemand das, was die Bundeswehr tut im Auftrag der Politik, dass das auch tatsächlich gezeigt wird und die Geschichten erzählt werden. Weil wir haben zurzeit 3600 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz und die haben es einfach verdient, dass das, was sie dort in den Einsatzgebieten jeden Tag leisten, dass das auch wahrgenommen wird. Ja, das muss nicht jeder toll finden, aber wahrnehmen, das wäre schon mal nicht schlecht. Das wäre ein guter Anfang. Das war ja genau dasselbe, was Ihr Kollege in dem Video genau wieder gespiegelt hat.
Transparenz schaffen, zeigen, was die Leute in diesen Gebieten wirklich tun und auch eben, um ihnen dann auch zu danken. Es ist ja eine Kommunikation in alle Richtungen. Herr Groll, wollen Sie auch auf das Thema nochmal eingehen? Ja, ich wollte auch aufs Video Bezug nehmen. Ja. Ne? Also die Forderung von Klarheit ist eine sozusagen, die Anerkennung auch nach Innenschaft und Klarheit, aber auch in der Sprache, wie wir über Dinge sprechen, die wir tun. Krieg, welche Interventionen und mit welchen Begründungen beteiligen wir uns, wie kritisieren wir oder legitimieren wir Interventionen anderer, wie reagieren wir mit welcher Klarheit auf Völkerrechtsbrüche, die es ja auch in den vergangenen 10 Jahren immer gegeben hat und davor. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis jetzt oder Lehre auch aus dem aktuellen Konflikt, da wieder klarer und deutlicher zu sein, auch in der Sprache, ja, gerade was die internationalen Regeln betrifft. Haben wir noch eine Frage aus? Ah, wir haben eine Frage im Live-Publikum. Ja, vielen Dank. Ich nehme noch mal Bezug auf den Punkt, der gerade und auch im aktuellen Diskurs häufig aufkommt, dass jetzt eine Nahrungsmittelkrise herrscht. Also es wurde gerade Hunger in Afrika angesprochen. Der herrscht ja schon lange und der verschärft sich auch schon deutlich vor dem Krieg, der gerade vor der Haustür stattfindet. Und da die Frage noch mal an die Wissenschaft vielleicht auch, wie schaffen wir es dann auch als Wissenschaftler und Forscherinnen, unsere Erkenntnisse besser auch und langfristig zu vermitteln und dass es jetzt nicht einfach aufgegriffen wird, ja, der Krieg in der Ukraine, der macht jetzt den Hunger. Nee, also wir haben ja andere Krisen, die das schon lange vorbereitet haben, leider. Genau, also da nochmal gerne den Blick in die Wissenschaft. Ja, also das ist genau das dicke Brett, an dem wir bohren. Das ist ein bisschen auch die Frage von vorher auch schon gewesen. Wie gelingt es uns eigentlich, Wissenschaft so zu kommunizieren, dass sie bei der Politik tatsächlich an einem guten Moment kommt, in einer Form, in der sie schnell verarbeitet ist, mit einer Empfehlung? Und in der Regel haben wir ja verschiedene Szenarien, die wir aufzeigen. Wissenschaft kommt selten zu dem Punkt, das ist jetzt die eine Lösung, die wir hier vorschlagen. Ja? Und dass es dann trotzdem sozusagen gewinnbringend ist und genutzt werden kann. Und ich glaube, das ist was, wo jetzt in den letzten Jahren einiges passiert ist. Ja, Wissenschaftskommunikation ist viel dialogischer, als es sie vormals war, die sozusagen die Erkenntnis, dass Wissenschaft, dass Expertise wichtig sein kann in der Entscheidungsfindung, die ist auch da. Wir müssen sozusagen auf unserer Seite auch daran arbeiten, wie wir sozusagen, wir sind dafür ausgebildet, in die wissenschaftlichen Communities zu kommunizieren. Das können wir, glaube ich, sehr gut. Und Twitter ist ein super Beispiel tatsächlich auch in der aktuellen Debatte, was da passiert. Aber wie wir sozusagen für die Zielgruppe Politik, Politikberatung da nochmal gezielter auch vorgehen können. Und das ist, glaube ich, das, wo wir selbst auch uns verbessern können, wo jetzt Gelegenheiten da sind, spätestens seit der Corona-Pandemie das zu tun. Und wir müssen diese Zusammenhänge eben aufzeigen. Aber unser Verständnis muss auch besser werden, wie politische Prozesse sozusagen strukturiert sind, um dann die Empfehlungen auch entsprechend so hineingeben zu können. Das ist, glaube ich, sozusagen auf beiden Seiten etwas, wo Optimierungspotenzial da ist. Das ist so mein Eindruck, das ist erkannt. Ja? Also da passiert gerade ganz viel, ist ein ganz dynamisches Feld. Und da müssen wir jetzt, glaube ich, auch bei diesem Thema einfach weiter dran arbeiten, um das zu verbessern. Frau Hoffmann, haben Sie vielleicht eine Empfehlung an mich? Ja, das ist, genau. Also ich habe mich, als ich noch Journalistin war, gerade mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt, also eine Studie erarbeitet, gemeinsam mit Christoph Bertram, über die Möglichkeit von Thinktanks, außen- und sicherheitspolitischen Thinktanks, auf die Politik zuzugehen und einzuwirken. Und da war eben ganz klar eine unserer Schlussfolgerungen schon, dass das stärker, das Prozesshafte der Politik mitgedacht werden muss und sozusagen idealtypische Empfehlungen zu geben, die aber überhaupt nicht umsetzbar sind, weil sie niemals eine Mehrheit im Parlament bekommen oder sich nicht in Gesetzesform gießen lassen oder was auch immer oder zum falschen Zeitpunkt kommen. Das funktioniert nicht und man muss den Moment haben, man braucht in der Regel gegenseitiges Vertrauen, das aufgebaut werden muss. Und man braucht eine Sprache, die für die Politik handhabbar ist. Oder, ne, das klingt jetzt alles relativ naheliegend, aber ist jetzt auch über Jahrzehnte oft anders praktiziert worden, kann man sagen. Aber ich gebe recht, ich habe auch das Gefühl, da passiert im Moment viel. Einerseits durch Corona natürlich und die Bedeutung, die Wissenschaft da bekommen hat, aber das jetzt auch auf den sicherheitspolitischen Diskurs zu übertragen, ist sicherlich ein sehr, sehr guter Ansatz auch. Ich kann Ihnen nur sagen, in der Industrie ist es dasselbe Thema tatsächlich. Wir bräuchten auch oft mehr Unterstützung, gerade in Zeiten von Krisen, weil natürlich auch unser Geschäft in Frage gestellt wird. Wie gehen wir damit um?
was machen wir jetzt als nächsten Schritt? Also es ist nicht nur die Politik tatsächlich, die sich diesen Herausforderungen stellen muss. Wir erhalten diese Anfragen tatsächlich. Ja? Ja. Also wir haben sozusagen neue AbnehmerInnen auch für unsere friedenspolitische Forschung im Bereich von Banken, Unternehmen. Das ist tatsächlich eine interessante Entwicklung. Ja, ja, es ist auch bei uns, ich kann es nur noch mal kurz schildern, gerade Social Media im Sinne von LinkedIn-Debatten haben wahnsinnig zugenommen, durch diese Krise ausgelöst. Und tatsächlich auch eigene Mitarbeiter diskutieren und wie schafft man es, diese Meinungen in große Beiträge aus der Industrie eben umzuwandeln? Das ist gar nicht einfach. Eine letzte Frage aus dem Livestream, aus Slido, Entschuldigung. Thomas Schneider fragt, Außenministerin Baerbock hat den Begriff einer feministischen Außenpolitik kreiert. Gibt es in der Bundesregierung auch eine feministische Sicherheitspolitik? Und ich ergänze mal, wenn ja, wie unterscheidet sie sich denn dann von der Außenpolitik? Herr Beck. Und nee, Sie schauen so vielleicht. Wer möchte die Frage denn haben? Ich stelle sie offen. Ja, ich gebe mal an die Herren, ja. Aber ich sage dann auch gern noch was. Genau, wir haben leider nur Zeit für ungefähr eine Antwort, deswegen. Naja. Dann darf Frau Hoffmann. Nein, also ich glaube, dass das ganz klar mitgemeint ist. Also wenn von feministischer Außenpolitik die Rede ist, dann ist das Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist ja auch im Koalitionsvertrag und es ist in dieser Gruppe verhandelt worden, Außen- und Sicherheitspolitik in den Koalitionsverhandlungen. Und das eine ist oder das andere dann nicht denkbar, das wäre eine künstliche Unterscheidung. Das ist auch feministische Sicherheitspolitik. Wir haben noch Zeit für einen Kommentar. Die letzten drei Verteidigungsministerinnen waren Ministerinnen. Ja. Und mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Also ich glaube, dass die Frauen da in der Verteidigungspolitik sehr gut vertreten sind in den letzten Jahren. Absolut. Damit kommen wir zur letzten Frage an das heutige Panel. Was ist Ihr Key Takeaway dieses Panels in einem Satz? Frau Hoffmann, Sie dürfen anfangen. Ja, Sicherheitspolitik kommunizieren heißt jetzt Zeitenwende kommunizieren. Danke, Herr Rypinski. Und dieses raus aus der Nische, rein in den Mainstream und mehr Offensive wagen. Sicherheitspolitik kommunizieren aus Sicht der Bundeswehr heißt glaubhaft, transparent und vertrauenswürdig zu sein. Zeitenwende kommentieren heißt, Sicherheitspolitik und Friedenspolitik zu kommunizieren und das heißt, zivile und militärische Komponenten immer zusammenzudenken und nicht gegeneinander auszuspielen. Mein Key Takeaway ist, Transparenz schaffen und Formate wie dieses öfter stattfinden lassen, damit das Thema mehr Bedeutung gewinnt. Und damit bedanke ich mich bei dem Publikum, bei unseren Panelisten, bei Frau Weigelt und natürlich auch unserem Publikum im Livestream und übergebe zurück. Ja, ganz vielen Dank an das Panel. Wir haben für die Pause und auch für Sie hier an Bord und zu Hause eine Umfrage auf Slido nochmal vorbereitet. Da können Sie gerne nochmal abstimmen. Da geht es darum, sprechen Sie seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Freundeskreis häufiger über Sicherheitspolitik? Ja, nein oder genau wie vorher? Wir freuen uns auf Ihre Stimme. Jetzt gibt es hier eine Pause zum Netzwerken. Wir haben in der Zwischenzeit das Board aufgestellt, wo Sie Ihre Fun Facts zusammen mit Ihren Kontaktdaten hinterlassen können und auch mal schauen können, welche da schon hängen und ob Sie vielleicht das als Einstieg nehmen in eine Netzwerkdebatte. Hier geht es weiter dann um 15.15 Uhr mit dem nächsten Panel: Wie verändert der Ukraine-Krieg unsere Kommunikation? Applaus